das Gefühl, wenn ihr an jemand echt Süßem vorbeigeht und euer Herz schmilzt wie Butter auf einem heißen Toast? So geht's mir, wenn ich ein Geschäft sehe. What's wrong with me? Das Herz klopft noch schneller, wenn dir klar wird. $320 für eine Taucherausrüstung? Wie bitte? $780 für Unterwäsche? Unterwäsche ist ja wohl ein grundlegendes Menschenrecht. Du brauchst einen besseren Job. Ich weiß, ich habe ein paar Fehler gemacht, aber ich ändere mein Leben. Fließend Finish? Jeder frisiert seinen Lebenslauf. Wir fangen mal mit dem Basiswissen zum Effektivzins an. Rebecca? Haben Sie soeben Effektivzins bei Google eingegeben? Ja. Ich hab's gegoogelt. Du arbeitest jetzt bei einem Finanzmagazin? Verzeihung. Findest du es nicht ein bisschen absurd, dass Rebecca Bloomwood Leuten rät, wie sie mit Geld umgehen sollten? Gucci Boots! Ich hab sie zuerst gesehen und ich werde sie auch nehmen. Ich bin extra aus dem Jersey gekommen. Geben Sie sie mir, sie Burberry hat auch ausverkauft. Betrügerin! Eine Frau zeigt der Welt, was sie drauf hat. Investment in der Art zu beschreiben, wie Frauen Schuhe kaufen, ist sehr clever. Und zwar auf ihre ganz eigene Art. Was würde dein Boss dazu sagen, dass du deine Visa-Rechnung unter dem Bett versteckst? Ich habe da jemanden auf Leitung 2 vom All-City Inkasso-Büro für Rebecca. Oh! Was ich brauche, sind schwarze Vernischeschuhe in Größe 10. Sie sprechen Prada? Rebecca ist einzigartig. Sie ist... sie ist inspirierend. Lebendig. An ihr kommt man nicht vorbei. Shopaholic, die Schnäppchenjägerin. In ihrem Lebenslauf stand, sie sprechen Finnisch. Sie müssen unbedingt jemanden kennenlernen. Oh, hey, hey. Onpa hauska tavata toinen suomalainen. Siitä lähtien, kun mä oon täällä Amerikassa. Männer wie Sie sind der Grund, warum ich aus Finnland weg bin. Hallo?